Ja, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Return to Moria. Wir sind bei Folge 30, eine Jubiläumsfolge. Was haben wir zum Schluss gemacht in Folge 29? Wir haben immer noch diesen Trinkschlauch mit dem Kopfenkelchlager. Das wollen wir jetzt hier nochmal leer machen. Ich denke, das trinken wir, ne? Wir haben schon das ganze Fass leer gemacht und weggeschüttet. Dann wollen wir doch mal zumindest das jetzt hier einfüllen gegen Gift. Ja, das ist schon mal super. Wir haben super, super Fortschritte gemacht. Mit der Armbrust, das war eine ganz große Geschichte. Wir haben oder wir sind jetzt auf diesen Kraken gestoßen. Da haben wir, glaube ich, ein Problem. Da müssen wir uns irgendwie noch drum kümmern, wie wir das machen. Das weiß ich noch nicht so richtig. Ich denke, mit einer Riesenanzahl Bolzen werden wir diesem Tier, diesem Untier, diesem Monster zu Leibe rücken. Und dann können wir so ein bisschen da unten weiter gucken. Ganz viel anderes können wir nicht machen. Also, es gibt ein bisschen was noch zu entdecken. Das können wir tun da unten. Wir gehen auch mal runter. Wir müssen auch noch ohne Ende Material farmen dafür. Ich denke, dafür werde ich auch keinen Zeitraffer machen. Da werden wir einfach jetzt gleich mal einen Schnitt machen. Und dann steigt ihr einfach wieder ein, wenn ich reichlich Material gefarmt habe, denn wir brauchen nicht nur für die Piers das Material, sondern wir brauchen auch, na, wo ist die Werkbank für die Bolzen immer 10 von dem Basamholz. Das ist schon echt aufwendig. So viel fällt da ja immer nicht von ab, ne? Und sonst gibt es in dem Sinne erstmal nichts Neues. Genau. Den Ofen könnten wir noch mal mit Trockenfrüchten und sowas, das könnte man noch probieren. Das werden wir vielleicht noch mal machen, das ist relativ einfach. Dann haben wir noch ein bisschen was zum Essen, zum Mitnehmen. Gut, ich denke, wir cutten hier. Ich gehe raus, farme Holz und sollte was passieren, werdet ihr es mitbekommen. Sonst sehen wir uns hier gleich wieder mit ordentlich Holz gefarmt. Und so, ja, bis gleich. So, da sind wir wieder. Wir haben einiges gesammelt an Holz. Ich habe das Inventar voll gemacht, um hochzugehen. Ich habe das alte Lager abgebaut und wir haben beim Suchen nochmal Figuren gefunden und nochmal Seiten vom Waldläufer. Das heißt, wenn wir jetzt loslaufen, können wir zumindest die Waldläufer das Buch aufschlagen, füllen und mal gucken, was es dort für uns zu holen gibt. Jetzt machen wir uns ein paar Bolzen. Ein bisschen Holz müssen wir überbehalten für die Pieranlagen. Und ja, dann müsste das eigentlich losgehen, ne? Mal gucken, was es da unten noch zu holen gibt. Und hier noch einmal kurz auch schauen, ob wir, wie heißt es denn noch schnell, ob wir hier nicht ein Bett bauen können, damit wir einfach ein bisschen ausgeruhter sind. 30, 45, 60. 90. So, jetzt haben wir doch irgendwie schon mal einen ganz guten Stack 90 Bolzen. Da können wir schon einiges mit anfangen, denke ich. Mit 90 Bolzen sind wir ziemlich gut aufgestellt. Ja, dann. Also, ich wollte einmal kurz gucken auf dem Grill oder auch in dem Ofen.
Nee, das war, hatten wir ausprobiert. Das sind nur die Mahlzeiten, die wir hier vor Ort machen können. Was wir mal gucken könnten, wir haben so viele von den Lichtäpfeln gemacht, eingesammelt. Da machen wir mal so ein bisschen was von dem trockenen Zeug. Dann müssen wir so ein bisschen was noch loswerden hier gerade. Zack. Hinzugefügt und hier oben noch mal Eisenerz und was haben wir noch? Davon nichts, noch drei Barren. Wenn wir die loswerden, wäre auch gut. Zack. So, dann sind wir hier eigentlich so weit. Am besten noch einen Happen direkt essen. Na? Und können wir jetzt hier das Bett bauen? Nein. Oh, wir haben gerade noch genug Elbenholz. Und da nochmal zwei von herstellen. Und dann haben wir kein Elbenholz mehr. So richtig toll ist das nicht, dass man gar nichts auf Halde hat, ne? Naja, wollen wir mal nicht so sein. Das Zeug ist einfach weg, ne? Der Stoff ist, habt ihr das gesehen? Der ist verloren gegangen. Gut, das war jetzt ja wenigstens keine teure Zutat, nichts, was wir verloren haben, was uns jetzt so richtig ärgert. Aber trotzdem. So. Jupp. Das Essen ist fertig. Damit sind wir eigentlich einsatzbereit. Wir bauen das Bett, das Holz, ein paar Steine nehmen wir mit. Wer weiß, was da unten ist. Bolzen haben wir. Den anderen Kram hier. Ich hoffe, wir haben irgendwann mal eine Möglichkeit, um diese Fasern loszuwerden. Ich kann es ja nicht lassen, ne? Ich sammle ja immer ein. So, los. Bewunder unseren Schatz. Dann nehmen wir die Gedenkflamme noch mit. Und dann könnten wir eigentlich, nee, ich würde ganz gerne auf dem Weg nochmal die Seiten des Waldläufers abliefern. Das könnte uns ja nochmal ein bisschen voranbringen, ne? So. Dann nehmen wir nämlich auch diese Seiten natürlich mit. Die Figuren, ich weiß gar nicht, kommen wir da nachher auch dran vorbei? Eigentlich nicht, ne? Na gut, aber die hat uns schon wieder angebissen. Das reparieren wir natürlich. Und dann geht's los. So, also, wo war denn noch mal was? Was war hier? Was war da? Hier war das Lager. Da gehen wir jetzt erstmal hin. Das ist aber auch auf der Karte nicht mehr so richtig einfach. So,
Ihr seht, ich habe ordentlich abgeholzt hier. Ich habe Holz gefarmt. Und dann irgendwo lagen so die Statuen noch in der Ecke, ne? Das schon interessant. Vielleicht holze ich hier auch nochmal ab, dann kann man hier durchlaufen. So. Das Lager der Waldläufer. Orkplörre. Wir können Orkplörre herstellen, was auch immer das schon wieder ist. Oh, wir haben Besuch. Jetzt wollte man gerade mal in Ruhe lesen. Orkplörre. Okay. Oha, das klingt irgendwie nicht gut. Müssen wir also auch noch mal herstellen. Weißwurz, Knochen, Chitin, Donnerwetter. Dafür, ja, aber auf das Gegengift will ich eigentlich nicht verzichten. Wir haben es zwar noch nicht probiert, aber ja, meinetwegen haben wir jetzt Orkplörre. Dann haben wir das. Okay. Eigentlich wollte ich ganz gerne die Ecken abgeklappert haben, bevor wir uns dann mit diesem Riesenvieh hier beschäftigen. Da war der Troll, da waren wir fertig. Dann müssen wir hier uns nochmal hinschlagen, glaube ich. Das machen wir auch irgendwie. Ja. So, jetzt können wir mal unsere Statuen reparieren. Aber das scheint wirklich so zu sein, dass wir hier fertig sind. Ich weiß nicht, warum hier alles Fleisch liegt. Wahrscheinlich, wenn hier irgendwelche Tiere spawnen, die dann erschlagen werden von den Steinen, die fallen. Jo, das sah genau so aus, wie ich das vermutet hatte. Dann haben wir diese Figuren fertig. Hier ist dann das große, die Ork-Festung. Ich weiß nicht, was das mit sich auf sich hat. Wir machen hier mal eine Markierung. Ah, da unten haben wir schon Besuch von hinten.
Da haben die Steine den erschlagen. Auch interessant. So, jetzt. Komm, nimm einen Schluck, mein Freund. Was hilft mir das jetzt? Muss ich die ganze Pulle austrinken wegen dem Gegengift? So, welchen Effekt habe ich denn jetzt? Jetzt habe ich doch das Gebräu entgiftet den Körper und schützt kurzzeitig vor weiteren Gifteffekten. Das war natürlich jetzt nicht so schnell zu trinken. Also wenn du jetzt Gegner hast, was heißt denn hier kurzfristig? So schnell geht der Balken nicht runter. Also die Statuen brachten uns nichts weiter. So, wir erkunden jetzt hier erstmal gerade einen Augenblick noch weiter. Jetzt sollen wir mal gucken, wo es jetzt hier hingeht. Und dann brauchen wir ja reichlich Steine, um das andere Stückchen noch weiter zu laufen da. Da waren ja ein paar Statuen noch, die wir auch reparieren wollen. Okay. Es geht also fröhlich weiter hier. Kann ich nichts erkennen. Da vorne. Das sieht wieder nach einer Ork-Basis, einem kleinen Lager aus. Kommen sie. Jo. Ah, der nächste kann ruhig kommen. Ich könnte euch hier einen abholen. Oh, hat nicht geklappt. Ja, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Warum hänge ich denn hier? Habe ich noch ein bisschen Ausdauer? Kann ich noch laufen? Nö. Dass er diesen Schlachtern manchmal nicht ausholt, das ist echt unglücklich. Aua. Das wäre doch jetzt mein Schlag gewesen. Warum tust du das nicht? Jetzt mal so ein bisschen mit Ruhe hier ran. Wir haben keine Reserven mehr. Jetzt hat er nicht geblockt. Das verstehe ich manchmal nicht. Manchmal verstehe ich nicht, dass er das denn einfach nicht tut. Nun gut. Essen, schlafen, wieder hinlaufen, ne? Was bleibt uns sonst auch übrig? Aber wir haben ja wenigstens jetzt ein ordentliches Bett. Ist natürlich jetzt mitten in der Nacht. Das ist nicht so gut. Oder fast mitten in der Nacht. Wir machen uns mal was Ordentliches zu essen. Abenddämmerung. Ja, das nützt nichts. Wir warten das ab. Dann
Essen war. Und wenn wir können. Achso, wir haben keinen. Das können wir alles nicht. Nein, nein, nein. Kein Rucksack. Aber wir könnten natürlich jetzt relativ einfach dahin kommen, weil wir ja einen Kartenschein bei den Entwässerungspumpen haben. Das ist doch gut. Dann nehmen wir das erstmal mit. Bisschen Ausdauer regenerieren. Und 30 Meter, da flitzen wir hin. Na. Das kann doch nicht wahr sein hier. Komm, lauf. Ja. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Sind wir schon wieder mittendrin und sind gleich schon wieder tot. Aber ich kann es jetzt. Wir gehen jetzt hier rein. Ja, das ist jetzt ja. Wir hauen uns einfach da durch. Und haben es trotzdem geschafft. Ja. Jetzt machen wir sofort den Spawnpunkt jetzt mal weg. So. Ausrüstung, ein Helm. Wir nehmen den Schlüssel. Gucken da mal rein. Ja, sehr schön. Mehrere Rubine. Mal gucken, was wir hiervon einsammeln können. Wahrscheinlich nicht so viel. Eine Fledermaus, das fehlt mir jetzt noch. So, dann wieder. Nee. Da mal schnell zurück. Das hat ja super geklappt. Und wir springen einfach in unser, obwohl das andere Lager wäre besser, ne? Dann könnten wir nämlich die Edelsteine da gleich ablagern, ablegen. Egal, jetzt sind wir hier. Das brauchen wir im Augenblick nicht mehr. Das können wir gleich nochmal machen, die Lebensmittelgeschichten hier. Wo wir das hier gleich wieder haben, ne? Stackweise. Komm, erstmal weg mit dem Kram, dass wir Platz bekommen. Und dann wieder hin und einsammeln. Stopp. Was für ein Quatsch. Erstmal, wenn ich das sehe, brauchen wir nochmal Häppchen. Was zu essen und wir müssen unsere Ausrüstung reparieren. Warum sollen wir denn da quasi tot und unausgerüstet wieder hinlaufen? Wäre ja verrückt. Genau. Das Essen warten wir noch ab. Dann. Also das mit diesem Essen, vielleicht machen wir doch noch viel mehr von diesen Trockenfrüchten, dass man einfach einen Stack davon im Inventar hat, jedes Mal auf so ein Häppchen hier zu warten, eine Minute. Glaube ich, können wir uns mittlerweile auch sparen, ne? So einfach von der Zeit her. So, einmal wieder richtig Licht.
da alles einsammeln, was hier schon leuchtet. Ne, da war nichts. Ich dachte gerade, da wäre noch eine Statue. Wir bedienen uns, das ist doch super. Das, das, das. Jetzt hier nochmal was Schönes. Nein. Dann, wo ist die Truhe hin? Hier. Ein neues Star, die ersten Barren, Schanor-Barren und Eisenholz-Spitzhacke. Dann brauchen wir Eisenholz, ne? Gibt's hier irgendwas? Nein. Wieder mal eine Seite des Waldläufers. Jetzt haben wir mal wieder auf, welche auf Halde liegen, ne? Es muss also noch mal ein paar Stellen davon geben. So. Noch irgendwas Interessantes hier? Nein. Prima. Das haben wir erledigt. Wir haben wieder mal eine kleine Basis ausgeräuchert. Da oben geht es irgendwie auch noch weiter. Da gucken wir nochmal gerade rein. Ach du Jemine. Also wir gucken erstmal da oben, dann gucken wir hier noch um die Ecke. Das ist jetzt der andere Blick auf das Lager. Hier hätte man auch mit der Armbrust arbeiten können. Ja gut. Das muss ich ja nicht immer, ne? Stampfkartoffel. Ja, die mag ich. Okay. Da geht es also auch noch mal ordentlich weiter. Puh. Also, ich denke, wir gehen jetzt erstmal zurück in unser Lager. Und bringen uns wieder auf Vordermann. Einsatzbereit machen. Zack. Und ich bin ja für die Westhallen. Für das richtige große Lager. Dann können wir den Trank auffüllen. Wenn man jetzt zum Beispiel an diese Orkstätte da, dass diese Festung angreift, dann hätte ich ganz gerne das das Gegengift Gebräu wieder. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Jetzt räumen wir erstmal nochmal schnell ein bisschen auf. Räumen ein bisschen was weg. Was haben wir darauf gewartet, um Rubine zu kriegen? Eigentlich haben wir jetzt so viele Edelsteine. Tja, komisch, ne? Gut, wenn man das Spiel jetzt mit mehreren Leuten spielt, weiß ich gar nicht, wie sich das verhält. Haben wir denn, hätte man dann genug Material oder hätte man es nicht? Ich weiß es nicht. So, wir können aber erstmal gucken, was wir denn so, warum ist das denn jetzt? Ja, egal. Was denn so herzustellen ist. Wir haben ja drei von den Barren jetzt. Die Schanor-Barren. Da kann man doch irgendwas vielleicht mit herstellen. Ja. Wenn man da jetzt aber einmal was mit herstellt, dann sind die Barren weg. Das ist ja irgendwie, das kann es ja nicht sein, ne? Also, wir gucken nochmal gerade durch. Also, das ist ganz klar.
Hier schmelzen können wir die auch nicht. Hier weiter bauen können wir nichts. Kustulschmiede. Ja, die könnten wir. Stopp mal. Ja, doch. Die könnten wir herstellen, aber dann haben wir so ein paar Handschuhe und dann. Das ist doch. Das wäre ja Quatsch, wenn wir das machen, ne? Aber ich sehe auch nichts, was uns jetzt hier tatsächlich weiterbringt, wo wir die für brauchen, die Orkplörre. Vielleicht machen wir das mal, aber dafür bauen wir neuen Ofen. So, und wo konnte ich denn jetzt? Ich habe doch das Rezept. Die Spitzhacke bauen. Habe ich die jetzt übersehen? Brecher ist in Ordnung, aber das sind die Elfensachen. Das gibt's doch gar nicht. Wir haben doch dieses da Eisenholzspitzhacke. Ja, also ganz klar. Die wird mit diesen drei Barren gebraut, wenn wir denn das Eisenholz haben. Okay. Wir brauchen das Eisenholz. Jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das Eisenholz? Und ja, das Eisenholz, das hat was mit der Verzauberung irgendwie zu tun. Das hatte ich schon mal irgendwo mitbekommen. Aber Feuerschaden, Schockwelle, Bonus gegen Orks und Kälte. Also da ist nichts, was uns jetzt da irgendwie voranbringen könnte. Die Trockenfrüchte sammeln, das wollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. So. Die können wir wegpacken hier. Und jetzt ist dann die Frage, wo wir mit den anderen Barren hingehen. Ein Lager bauen tun wir nun gar nicht, ne? Schmeißen das hier erstmal in diese Restetruhe. Ja. Um etwas Leben wiederherzustellen. Stellt Leben vollständig wieder her. Also, wir probieren das mit diesen kleinen Früchten mal aus. Vielleicht ist das genau das, was wir so brauchen für unterwegs. Die Plörre. Weiß ich nicht, ob wir uns das antun oder nicht, aber eigentlich muss man das alles nochmal gemacht haben. Es ist nachmittags, das reicht für einen Happen. Unsere Sachen sind repariert. Wir schmeißen die Goldmünzen hier mal mit hin. Zack. Und den Rest behalten wir irgendwie. Vielleicht bringt's das ja mit dem Essen. So unterwegs ist vernichtet. Also das Lembas ist ja wirklich super, aber wir wollen das ja nicht weiter verschwenden. Ja, wir können so noch nicht wirklich weiter. Ich denke, wir werden da unten weiter erforschen müssen. Wir sind einsatzbereit wieder. Wir werden in der nächsten Folge zum Pumpen, zu den großen Wasserpumpen gehen und da unten weiter erforschen. Ich meine, da hatten wir auch noch mal ein paar Statuen. Wir haben genug Stein. Da können wir ein bisschen rundrum gucken. Genau, so machen wir das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns zur nächsten Folge. Macht's gut. Bis dahin, tschüss.